So, moin moin, Bastian Nordini. Hallo. Ich will mal noch ein kleines Päuschen machen, ein Arbeitspäuschen. Und dann mache ich jetzt ein bisschen Musik. Das heißt also, was ich praktisch jetzt üben will, das habe ich so in ein, zwei Sendungen vorher so mal mich theoretisch so ein bisschen rausklabüsert. Und das geht jetzt um die G-Dur-Tonleiter. Beziehungsweise insgesamt das ganze C-Dur-System. Habe ich jetzt nach G-Dur transponiert. Und spiele jetzt alles nicht mehr in C-Dur, sondern ich übe jetzt alles in G-Dur. Wie Gustav, G-Dur. Dazu brauchen wir erstmal die Tonleiter. Den Grundton G. Ja, rausgekriegt habe ich ja das, die Dur-Tonleiter aus einem Ganztonschritt besteht. Das heißt also Grundton, ein Ganztonschritt, ein Ganztonschritt und Halb. Dann haben wir nochmal einen Ganztonschritt, Ganztonschritt, Ganztonschritt und Halb. Das heißt also zwei Tetrakorde. G, A, H, C, D, E, Fis, G. So ist die Tonleiter, ne? In der Waagerechte. Und wenn man jetzt im dritten Bund G-Dur hier anschlägt, mit dem Mittelfinger, zeige ich euch schon mal den Fingersatz, den man eigentlich spielen sollte. Wenn man G-Dur spielt, das ist der G-Dur-Fingersatz eigentlich. Und wenn man den spielt, dann kann man das transponieren und überall auf allen Tonarten kann man diesen Satz spielen. Da hat man schon mal den Zugang zu allen Dur-Tonarten. Das heißt also, wenn ich hier ich mache das mal mit dem Finger erstmal ganz kurz. In einer Tonlage, ne? Das heißt jetzt G-Dur in einer Oktave. Wenn ich das jetzt mal, sagen wir mal, hier spielen würde, denselben Finger, so wie die Finger hier gespielt werden, kann ich auch hier spielen, ne? Dann habe ich also Grundton hier. A ist einen halben Ton tiefer als H, ne? Das wäre A ist Dur. Ja, aber wir sind ja bei G-Dur. Den sollte man sich merken. G-Dur-Fingersatz, dann ist man schon ganz weit vorne. G, A, H, C, D, E, Fis. Das ist Fis hier. Das ist die schwarze Taste auf Klavier, ne? Die erste schwarze Taste, die man jetzt spielen muss auch. Die wird bei E-Moll aufgespielt. So, A, D, Dur. Wenn man das richtig üben will, dann macht man so mit dem Finger, wie ich das jetzt mache. Man macht es aber auch mit einem Plektron. Und ich glaube, so in den Musikschulen fangen die mit Plektron an, glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Ne, aber man macht immer einen Abschlag und Aufschlag. Das heißt also Abschlag und Aufschlag so, ne? Alles Einzelschöne. Ab, auf. Jetzt mal die Töne einzeln. G, A, A, C, D, E, F, G. Das ist G. So sollte man sich das angewöhnen. Ne? Man soll erstmal so ganz langsam Wechselregel. Das Ding, wie man das richtig hält, das ist auch ganz wichtig, dass man hinterher da schnell ist und das Ding fällt einem irgendwie aus der Hand. Ne? G-Dur-Tonleiter, ne? Und wenn man die auf dem Schirm hat,
Dann kann man sich ja wieder seine Akkorde zusammenstricken. Dann haben wir ja gesagt, bei G-Dur, wenn man da die Akkordfolge macht oder die sogenannte Kadenz spielt, wo sind die ganzen G-Töne, da ist ein G, da ist eine Oktave höher, ein G, hier ist nochmal eine Oktave höher, das G, da haben wir noch ein G. Und vier Gs haben wir hier, ne? Und an jedem G fängt man an, oder hier ist ein G zum Beispiel, und dann kann man auch die Tonart hier spielen. Ja, man muss da bloß erstmal die Fingersätze sich merken. Man braucht die Noten nicht wissen, man muss die Töne wissen und die Fingersätze dazu. Was man dann auch noch lernen sollte beim Tonleiter spielen, beim Absatz auch mal vielleicht einen Akkord spielen. Als Anfang. Grundton G. Ja. Das hört man auch, ne? Man nimmt mich jetzt hier. Das passt doch nicht, ne? So. Können jetzt diesen Lauf hier, das ist die G-Dur, der G-Dur-Fingersatz, ne? Für G-Dur, ein G-Dur-Typ, sagt man auch, ja, der G-Dur-Typ für die Gitarre. Schon mal so, dass man so ganz leise so Technik, ne? Aber wichtig ist halt erstmal die Tonleiter in einer Oktave oder in zwei und dann den Akkord dazu. Und wenn man dann von der Tonleiter, sagen wir mal, 1, ersten Ton, zweiten Ton, dritten Ton, vierten Ton nimmt, vierten Ton, und den Akkord macht, dann haben wir 10. Mal wieder zurück. 1, 2, 3, 4 hat man ein G. Wenn man 1, 2, 3, 4, 5 geht, 4 geht und G geht, dann hat man erste Stufe der Tonleiter, vierte Stufe der Tonleiter, fünfte Stufe der Tonleiter und erste Stufe. Das heißt Tonika, Subdominante, Dominante. Ja? Da kann man jetzt machen, dann verschiedene. Jeder kann dann Takt machen, wie er will. Man kann auch einen. Ne?
Dreiviertel. Oder man kann Rock machen. Der Rhythmus und Takt, das kann man sich selber ausholen. Die Basis, das ist das System eigentlich so, ne? Eine Kadenz spielen, erste Stufe, vierte Stufe und die fünfte Stufe aus der Tonleiter und die erste. Dann hat man eine Kadenz, wo man dann auch... So, dann will ich mal was zeigen. Ich habe jetzt hier eine Kadenz gemacht. Da habe ich nicht nur drei Akkorde, diese Grundkadenz gemacht, sondern ich habe jetzt mal dazu nochmal das E-Moll genommen. Das heißt also die parallele Molltonleiter, das ist parallele Moll zu G-Dur. Das heißt also, ich hab jetzt G-Dur gemacht. Ich kann das mal so machen, hier, die Kopfakkorde. G-Dur. Ja, dann halt nächstes heißt es ja C-Dur. D-Dur. G-Dur. Das heißt also, es wäre dann der erste Ton der Tonleiter, der vierte Ton der Tonleiter und der fünfte. Aber in der Tonleiter sind ja noch mehrere Akkorde drin, zum Beispiel A-Moll, H-Moll, D, E, Fis, ne? D. Da kann man die Akkorde alle rauspicken, so, wenn man will. Ne? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt zu den Standard oder die Kadenz machen wir jetzt noch diesen E-Moll dazu. Dann hört sich das dann an. Ja, da hat man den da drin. Kann man noch einen 7 da reinmachen? Was ab, gell? Haben wir schon 5 Akkorde. Das ist eine Septime zum Beispiel. Dur, D-Dur. Dann macht man noch D-Dur 7, eine Septime. Und dann gibt man zurück auf Klavier. Das hieß er. Erstmal G, E. Ne? Septime. Das könnte man das auch machen. Ne? Also man kann sich die Kadenzen zusammenstricken, wie man das will. Ne? Bloß zum Üben sollte man immer erst die Grundkadenz nehmen. Und ich habe jetzt noch E-Moll mit reingemacht und das hört sich dann so an, ja? Bei G-Dur, ich muss jetzt auf G-Dur stellen, habe ich jetzt auf G-Dur. Thank you.
gucken, dass man die Tonleiter hinter melodisch macht. Dass man aus dieser Tonleiter nicht mal nach und nach spielt, sondern dass man versucht, wie so eine Melodie zu entwickeln. Ne? Besser kann man gehen, man ein bisschen mehr, ne? Tonleiter hochgehen, aber mit Akkorden, ne? D-Dur, A-Moll. Immer genau. Aber jetzt kann man noch Folgendes machen. Also ist ja geklärt, ne? Eine Kadenz entwickeln. Eine Grundkadenz. Da habe ich jetzt noch einen reingemacht aus der Tonleiter. Das ist eine schöne runde Kadenz. Darauf kann man jetzt G-Dur üben. Jetzt wäre es ganz günstig, gar nicht jetzt die ganzen modalen Tonleitern zu üben, sondern dass man gleich auch mal als Beispiel die Parallelomod-Tonleiter dazu übt. Das heißt also, die G-Dur-Tonleiter, wenn man die drauf hat, dann geht man von dem Grundton aus 1, 2, 3 zurück, da hat man ein E. Und das E spielt man in Moll. Dann hat man die parallele Molltonleiter zu G-Dur. G-Dur. E-Moll. Und die hat dieselben Töne wie die G-Dur-Tonleiter. G-Dur, G. Deswegen könnte man jetzt theoretisch dazu zu G-Dur auch gleich E-Moll spielen. Das wäre also G-Ionisch, G-Dur und G-Eolisch. E-Moll ist G-Eolisch.
Dann macht man die natürliche Molltonleiter in E-Moll. Ja, das heißt also folgendes. Wenn ich jetzt G-Dur spiele, spiele E-Moll. Das ist E-Moll. Und bei G, wenn man jetzt mal die G-Moll-Tone da spielt, ist immer das E mit drin, ne? Und das G ist bei der E-Moll-Tonate auch mit drin. Aber die ganzen Töne von der G-Dur-Tonate, wie sie. Und dieselben Töne. Jetzt G, Cis, F, E. Deswegen heißt es, wenn ich jetzt Moll spiele, E-Moll, da habe ich eine Kadenz gemacht, die ist auch gut hier. Das ist ein bisschen pfeffriger. Und das ist jetzt in E-Moll. Da spiele ich jetzt auch wieder die G-Dur-Tonleiter. Bloß ich fange immer mit E an. Na, aber ich spiele die G-Dur-Tonleiter. Ja, also in E-Moll sind alle Töne der G-Dur-Tonleiter drin. Na, was ich jetzt in G-Dur geübt habe, fange ich einfach nur mit hier an. Ja, das hört sich dann folgendermaßen an. Kadenz in E-Moll. E-Moll. A-Moll. E-Moll. E-Moll. A-Moll. A-Moll. Die Molltonleiter, die Eolische. Man kann aber auch zu den Moll wieder was zumischen, und zwar die Pentatonik. Und dann Moll wieder da reinmischen. Thank you.
die parallele Molltonleiter zum G-Dur. G-Dur und E-Moll haben die gleichen Töne. Bloß wenn man mit G anfängt und die Tonleiter spielt, hat man G-Dur. Wenn man mit E anfängt, hat man die E-Moll-Tonleiter. Sind aber alle Töne der G-Dur-Tonleiter. Ne? So, dann ist das schon mal geklärt. Jetzt kann man noch das nächste, was man dann lernen kann, wäre dann, also erst die Tonleiter, dann die Akkorde. Ne? Dann macht man ja hier zwei Terze drüber und dann hat man ja einen Akkord, Dreiklang. Und wenn man das drauf hat, dann hat man ja die Kadenzen gemacht und jetzt müsste man noch, wenn man weitergehen will, die G-Dur-Tonleiter wäre die ionische Tonleiter in G. Ionisch, also G-ionisch sagt man, G. Nicht wie C-ionisch, sondern also C ist ja verschoben jetzt. G, Hauptakkord, Grundakkord der Tonleiter, ionisch. Ja? Der zweite wäre jetzt dorisch. G dorisch, A-Moll. Der dritte wäre jetzt phrygisch. Wäre eigentlich E-Moll, aber ist jetzt hier H-Moll. C-Dur wäre lydisch. G-lydisch. G-Dur. D-Dur, das wäre jetzt, wie es wäre jetzt, so hier, also nochmal, G, ich mache es mal mit einzelnen Tönen, G, von den Tonleiter hoch, ne? G, A, H, C, das wäre G, ja, ionisch. Dorisch, phrygisch. Lydisch, Mixolydisch, also G-Mixolydisch, G-Eolisch. Das wäre jetzt die Molltonleite, die wir gerade gespielt haben. Das wäre die E-Molltonleite, Eolisch. Dann hätte man die Logrische, das wäre Fis 0 und G-Dur wieder. Machen wir die Dreiklänge dazu. G, A, das hört man, ne? Kann man auch die Grundtöne dazu spielen, G, Dur, Dreiklänge ist, ne? A, Moll, H, Moll, C, Dur, man geht immer die Akkorde da hoch. C-Dur, D-Dur, E-Moll, Fis-Null, ne, das kann man eigentlich so spielen. Genau. Das ist die Tonleiter von der G-Dur-Tonleiter, ne. Jetzt kann man auch im Grunde schön nutzen, wenn man das weiß. Man kann zum Beispiel die aus drei Klänge oder vier Klänge, kann man auch zwei Klänge machen. Kann man sowas ähnliches wie Hawaii-Musik machen. Na, G-Dur. Na, man muss das nur wissen. Erstmal die Tonleiter wissen. In Akkorden für G-Dur. G-Dur, A-Moll, H-Moll, C-Dur, D-Dur, E-Moll, Fis, halb vermindert, und G-Dur. Ist ja ganz gut, wenn man das lernt. Und dann ist es dann hinterher ganz gut, wenn man diese Tonleiter auch weiß,
wie die dann geschrieben werden. Ionisch, erste Ton. Zweite Stufe, dorisch. Dritte Stufe, phrygisch. Vierte Stufe, lydisch. Fünfte Stufe, mixolydisch. Sechste Stufe, äolisch. Jawohl. Parallele Motto dazu zu G-Dur, ne? Wäre sechste Stufe aus der modernen Tonleiter. Dann käme die siebte Not, das wäre das Fis. Das wäre die lokrische, G-lokrisch. Und wieder G-ionisch. G-ionisch, G-dorisch, G-phrygisch, G-lydisch, G-mixolydisch, G-eolisch, G-lokrisch und G. Und für uns ist erstmal im Grunde wichtig G-Dur und das parallele Moll. Das E-Moll, das da rauskommt. Das wäre die sechste Stufe, die sechste modale Tonleiter. Erste modale Tonleiter ionisch, zweite modale Tonleiter dorisch, ja, und so weiter, nach den Stufen. Ja, also man sieht, man, da hängt ein bisschen dran, aber das ganze System ist verschoben worden. Ne? Ist jetzt nicht mehr hier ionisch und eolisch, sondern hier ionisch, g-ionisch und g-ionisch und e-g-eolisch. Sechste Stufe, ne? Siebte Stufe wäre lokrisch und dann wieder G. So, ich würde sagen, damit habe ich jetzt einmal genug erzählt, denn das mit dem Erzählen, das ist mal wie immer so ein Problem. Ich bin immer so am Nuscheln. Also so richtig moderat bin ich nicht so, weil ich so einen Slang habe, nicht? Ich müsste mir theoretisch Hochdeutsch angewöhnen. Ja, dann geht mir das alles bloß zu langsam. Ich bin der Schnatter geworden, ne? Und wenn einer es nicht versteht, dann hier, wenn einer mal mitmachen will, dann kann er hier ein bisschen mitüben, so, ne? Erstmal langsam. Natürlich, wenn man anfängt, so wie ich immer, der verhaspelt sich immer. Immer langsam, damit auch wird automatisch schneller. Ne? Und dass sich das auch brillant anhört, wohl. Töne müssen sich brillant anhören. Ich mache auch mal viele Nebengeräusche. Ne? Das ist eine schöne Tonart. Da wurden schon viele Lieder mitgemacht, ne, mit E-Moll. Aber sagen, bevor ich das jetzt zerquatsche, ne? Ich zerquatsche auch manche Sendungen, glaube ich. G-Dur, Grund, Tonleiter in einer Oktave, dann die zweite Oktave noch, alles in der gleichen Lage. Thank you.
So, aber ich muss wieder raus. Ich muss mal was tun draußen. Hallo, hallo. So, und deswegen, also macht euch einen schönen Tag. Übt schön fleißig Musik. Und das, was ich euch hier gezeigt habe, das ist ja mein Übungsprogramm, was ich mir so vornehme. Ja, also G-Dur dann weiter üben. Den G-Dur-Akkord. Und die E-Moll-Tonleiter, ne? Die beiden erstmal üben und auch die Akkorde und die Kadenzen dazu, ne? G-Dur habe ich zum Beispiel Kadenz gemacht. G-Dur, E-Moll, C-D. Und zu E-Moll habe ich gemacht E-Moll, A-Moll und H-Moll. Ne? Ich habe das hier gespielt. Das ist ja dasselbe, ne? So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Macht Musik und erfreut euch eures Lebens. Ciao, ciao.